Und auch heute ist wieder Kirchtag und der Berthold ist auch da. Meine Frage an dich, wie machst du das? Fixkraft Amateurcup, jedes Mal eine andere hübsche Gewinnerin. Was ist das Geheimnis? Das habe ich leider nicht im Griff. Aber es freut mich natürlich besonders, wenn er so gut angenommen worden ist wieder auch. Dann haben wir herrliches Wetter da am Attersee. Ich glaube, die Leute haben es genossen. Der See war ein bisschen kalt, aber ja, das Wetter, man kennt ja kein Schörfling eigentlich nur mit viel Regen. Das haben wir am Dienstag gehabt und das Wochenende mit viel Sonnenschein, super. Du sprichst das an, normalerweise Regenwetter hier, jetzt haben wir genau das Gegenteil und zwar richtig Hitze. Die Pferde schwitzen, sie brauchen Elektrolyte, sie brauchen Kraft, Energie. Wie wichtig ist da das richtige Futter? Ja, da ist ein gutes Management sehr wichtig und auch die Regeneration nachher, weil noch Kammerschörfling, weiß jetzt nicht, wie von jedem der spezielle Turnierplan ist, aber viele Pferde sind vielleicht das nächste Wochenende auch schon wieder am Start und da ist es wichtig, dass man ein gutes Management hat, was das betrifft, die Fütterei. Und für das sind wir natürlich beratend da und wenn man sieht, so ein Profi als Groom, wie die Julia ist, die hat das sicher im Griff. Letzte Frage, Ausblick auf die nächste Turnierrunde. Glaubst du, wird es auch mal einen männlichen Sieger geben oder ist das bei euch verböhnt bei Fixkraft Amateur Cup? Nein, überhaupt nicht. Jetzt muss ich kurz überlegen. Der Gerald Beck wäre ein Favorit. Ne? Sonst muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, haben wir glaube ich nicht. Ja, der Matthias Hartl war heute knapp dran. Ist ein guter Freund von mir. Lamprechtshausen, da ist eigentlich sozusagen, das wäre seine der Heimat. Geschichte, also der Lokalmatador. Schauen wir, das ist ein gutes Pferd, ein junges Pferd. Und wer einen Matthias Hartl kennt, der weiß, was er zu tun hat und ist ein schneller Reiter. Vielen Dank, schönes Wochenende dir noch. Danke auch, ciao.